Hallo, hier ist Malinka Michaela Boutou und ich dachte mir mal, ich erzähle euch heute, was ist eigentlich Shiatsu? Shiatsu ist eine sehr, sehr alte, ca. 3.000 bis 4.000 Jahre fernöstliche Körperbehandlung und vor etwa ca. 100 Jahren wurde der Begriff Shiatsu geprägt. Shiatsu heißt übersetzt Daumendruck. Wobei der Druck nicht willentlich ausgeführt wird beim Behandelnden, sondern es passiert im Ausgleich des Gleichgewichtes. Shiatsu ist eine Körperbehandlung, die am Boden erfolgt. Meistens hat man einen Futon, wo derjenige bequem und entspannt liegen kann und der Behandler um den Klienten oder um den behandelt Werdenden sich bewegen kann. Als Behandler nutze ich den Daumen, den Handballen, die Elle oder aber auch den Ellenbogen, manchmal vielleicht sogar Knie, auch meine Füße, um den Behandelten entsprechend zu führen, zu bewegen, es wird viel durchbewegt, sämtliche großen Gelenke werden mobilisiert, es wird gedehnt, bewegt, geschüttelt, gelockert und dabei sehr im Fluss mit der Atmung des Behandelnden bewegt sich der Fluss des Körpers, bewegt sich das Qi, was im fernöstlichen dem Elementerat untergeordnet ist, der fünf Elemente. Und das Tao über Yin und Yang entspricht dann die Qualität der Energie, die da ist. Und Yin und Yang ist in unserem dualen Prinzip bzw. in der Dualität das Weibliche und das Männliche oder halt eben die Fülle oder das Leere, das Klein und das Groß, also die Gegensätzlichkeiten, die wir in unserem Menschsein, in unserem Körper, aber auch in der ganzen Welt erleben und erfahren. Die fünf Elemente sind ebenfalls in unserem Universum wahrnehmbar in Form von Frühling, Sommer, Herbst und Winter und die Übergangszeit. Und im Rat der Elemente sind es halt eben Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser. Wenn ich am Boden um den Klienten herumgehe, erspüre ich sehr schnell, wo ein zu viel und ein zu wenig da ist. Und es geht nicht darum, dass ich meine Energie mit dem des Behandelnden vermische, sondern es gibt im Shiatsu ganz klare Strukturen von Grenzen. Deswegen wird auch im Shiatsu immer im angezogenen Zustand auch behandelt. Es ist eine Hilfe und eine Grenze für denjenigen, der liegt. Und es ist ein Schutz und eine Grenze für denjenigen, der behandelt. Ich bleibe bei meiner Energie und derjenige, der dort liegt, hat seine Energie. Ein Beispiel für ein zu viel oder ein zu wenig oder für das Optimale wäre zum Beispiel die Holzenergie. Holzenergie ist die Energie des Frühlings. Da kommt das frische, saftige von unten nach oben, es weitet sich aus und breitet sich aus, es wird grün, es wird lebendig, es ist weich, es hat viel Kraft und viel Energie und eine schöne, regulative Holzenergie wäre es, wenn ein Bild dafür steht, zum Beispiel für das Weidegras, was so ganz leicht und weich im Wind weht. Eine,
eine erstarrte Holzenergie oder eine gefüllte Holzenergie wäre zum Beispiel, wenn jemand viel organisieren muss. Und nicht nur viel organisieren muss, sondern auch über längere Zeit das abarbeitet und das Organisieren wiederum umsetzt und plant und wieder umsetzt und plant und wieder umsetzt, dann kann das Holzenergie sich entweder sehr schnell leeren, dann wäre es ein bisschen wie so ein schwammiges Holz, nasses Holz, was so ein bisschen mürbe wird. Oder die andere Extreme könnte auch sein, dass der Mensch sich zusammenzieht und fest wird. Und das ist unterschiedlich. Bei jeder Konstitution ist das anders. Meine Aufgabe in dem Moment ist es, zu erspüren, wo ist was zu viel und wo ist was zu wenig. Und es ist selten, dass nur ein Element irgendwie ein zu viel hat. Oft spielen die Elemente miteinander und oftmals ist es entweder das Gegenüberliegende oder eins oder zwei unten drunter, oben drüber oder unten drunter, was dann sein Spielchen spielt mit zu viel oder zu wenig. Wir sprechen dann vom Prinzip der Mutter und der Großmutter oder das Kind. Jetzt habe ich einen kleinen Hänger. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Live-Video mache und bin etwas aufgeregt. Ja, ich biete diese Scherzbehandlungen, Einzelbehandlungen an in Form von Einheiten, die so circa 1,5 bis 2 Stunden dauern. Man kann diese über präventive Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz buchen für Institutionen oder Firmen. Und da ist es aber ein bisschen abgewandelt, weil wenn wir in der Firma präventive Gesundheitsvorsorge machen, dann haben wir oftmals nicht 1,5 Stunden, sondern vielleicht nur 1/2 Stunde. Aber auch da kann man schon wirklich viel, viel, viel machen. Und ich werde demnächst im Allgäu ein Seminar machen über 4 Tage, wo wir diese Technik erlernen können. Denn was mir bewusst wurde in den letzten 3 Jahren ist, dass wenn man über einen so kleinen Werkzeugkasten verfügt, habe ich die Möglichkeit, eben auch anderen was Gutes zu tun. Wir sind nämlich in einer Gesellschaft, die eigentlich eine hauptsächlich oder wirklich fast schon ausschließlich nur noch Dienstleistergesellschaft ist. Und ich bin ein Freund von Selbstfürsorge im Selbsttun. Denn wenn ich etwas selbst tun kann und andere das auch tun, können wir uns das gegenseitig schenken. Und das wäre eine gute Gelegenheit. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dabei bist. Sollte es irgendwie Probleme geben, du dich hingezogen fühlst zu diesem Seminar, es aber finanziell gerade nicht stemmen kannst, dann nimm mit mir Kontakt auf. Es wird irgendwie eine Lösung geben. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Website. Die Website. Unter www.malinka.berlin.